Eine wunderschöne, herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero. Genau. So, da. Mal gucken, wie weit wir gekommen sind. Also ich habe letztens, vorhin, als ich ausgeschaltet habe, da waren wir schon bei den geplanten 1E16. Ich meine, viel weiter dürfen wir nicht sein, aber zumindest haben wir 1C16 geschafft, ne? Also das geplante Ziel ist erreicht. Also, kann man so sagen, dass es seinen Zweck erfüllt hat. Übrigens ist mir vorhin aufgefallen, als ich mein privates Spiel gespielt habe, dass wir einen Fehler gemacht haben. Diese ganzen Dinger einklappen ist zwar an sich alles richtig, aber der hier unten, der hier, der hat tatsächlich auch für alle. Hier, einmal 25% für alle. Das heißt, ja, ihn müssen wir auch hier mit hochleveln. So, dann machen wir mal hier Hand drauf. Und dann gucken wir mal, ob wir es noch ein bisschen weiter schaffen. 2E16, ha. Ha, tja, wir können das Ganze jetzt noch ein bisschen laufen lassen. Leider können wir das jetzt nicht beschleunigen, weil, obwohl doch, wir könnten hier noch ein paar Ancient Souls draufklatschen, Ancient Souls, paar Verwilderungen. Dann machen wir einmal so, dann haben wir jetzt 450, das ein bisschen mehr bringt, ist die Frage. Ich brauche noch 3 Level. Oh. Scheiße. Treasure. Wow, Alter. Jede dritte Kiste ist eine Treasure Chest. Alter. Okay, das halt mit den das mit Dora. Was ist eine gute Idee hier unten, unsere Dora ein bisschen zu leveln. Das hat tatsächlich den erwünschten Effekt gefektet. Ja. Genauso. So. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass auch das mit diesem 10-fach Gold immer möglichst häufig kommt. Das Problem ist, bei der gibt es natürlich keine Möglichkeit. Hier Fortuna, ne? Für Fortuna gibt es leider nichts, was das irgendwie beschleunigt. Das heißt, bei ihr müssen wir wirklich über ein Eigenlevel arbeiten. Ja, ist ja leider so. Gut, wir haben da. Oh Gott, Alter. Ach komm hier. Oh, 4 Rubis. Er wird halt hart sterben, ne? Außerdem habe ich jetzt die Aufnahme jetzt ein bisschen später gestartet, ist schon 8:30. Das heißt, wenn ich morgen die dritte Aufnahme etwas früher mache, also wirklich um 8, dann ist er bis morgen noch gar nicht fertig. Ha. Ja gut. Shit happens. Tja, noch die 2 Level kriegen wir wahrscheinlich hier nicht. Ach man, oh, komm, das schaffst du. Ich will klicken, aber das ist dieses Idle-Bild ist so unbefriedigend. Man kann nicht klicken, man kann nicht zugucken, wie irgendwie hier Ratterbumm und so. Man kann wirklich einfach nur warten. Der einzige Vorteil ist, man kann auch kein Glück haben, dass man mit den kritischen Treffern gut liegt, weil gibt's nicht. Das heißt, entweder es passt oder es passt nicht. Dass man das mehrmals versuchen kann und auf Glück hoffen kann, gibt's leider nicht. So. Einzige, was man hier natürlich mit Glück hat, ist, dass jetzt die Kisten günstig sind. Vor allem das mit dem Thema Gold. Ja. Na komm. 1 Level noch. Na komm, noch 1 Level. Die Frage ist, worauf warte ich eigentlich überhaupt? Ich meine, wirklich effektiv viel mehr bekommen tun wir jetzt eh nicht.
das ist eigentlich alles eher so Tropfen auf dem heißen Stein. Vielleicht sollten wir doch einfach direkt senden. Transzenden, klar. Oh, das scheiß Audio-Kabel hier, weg da. Kusch. Ach, und jetzt komme ich mal mehr Kisten, ey. Was ist denn hier los? Ja, gut. Das mit dem 10-fach Gold hätte ich gerade bei der Kiste gebraucht. Aber war natürlich wieder nicht. Warum sollte es auch? So, jetzt bitte 10-fach Gold, sonst hau ich da eine rein. Naja, eher nicht so. Na gut, mittlerweile schaffen wir es auch so, ohne 10-fach Gold. Haben wir jetzt schon fast erreicht, unser Sollwert. So, wetten, dies hier ist jetzt 10-fach Gold? Nee, okay. Ich dachte schon mal, Schicksal möchte mich ficken. So, jetzt haben wir wieder einigermaßen Speed drauf. Mal gucken, wie lange das reicht. Bis zur weiteren 25-fachisierung, also Vervierfachung, schaffen wir es definitiv nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, mit der Stärke, die wir haben, möglichst weit zu kommen. Das klingt so schon einfach, ne? 7E14, das heißt, wir hätten dann immerhin 2,2 E16. Ah ja. Besser geht anders, aber schlechter geht auch anders. So viel dazu. Was habe ich gerade vor der Aufnahme das Fenster aufgemacht? Ist doch ganz schön kalt, ey. Boah. Brr. Vor allem nicht mal auf Schrägfenster, sondern wirklich richtig komplett auf einfach. So frei nach Selbstmordlaune. Na gut, komm, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal einen Neustart hier. So, ja. Ach so, siehst du, genau. Nein. Ach, warte, Quatsch. Wonach gucke ich überhaupt hier, ganz ehrlich? Okay. Danke. Danke. So. Ich würde mal sagen. Wir gucken mal, was wir hier am effektivsten machen können. Und am effektivsten machen können wir auf jeden Fall hier 45. Ho, 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 ho. Na, ich glaube, Level 50 schaffen wir nicht. Das wird zu teuer. Gut, dann lassen wir auf 45. Bossfight-Timer mache ich mal auch auf 45. Ich meine, das brauchen wir eigentlich nicht, weil so lange warten habe ich eh nicht vor. Eigentlich. Von daher. Gut, das hier lohnt sich auf jeden Fall. Oh, komm, du auch. Oh, ja, ich sollte auch mal das Ding aktivieren. Unser Fast Forwarding. So. Sehr schön. Jetzt haben wir schon mal die ganzen Viecher hoch. Jetzt kommen die anderen Sachen. Das hier. Okay, bis 5E7 kann ich ausgeben. 5E7? Oh. Wo ist denn der jetzt? Hallo? Ach da. So.
Okay, die lasse ich mal bei 3 E7. Und alles, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich unser Mittelteurer, der unten hier, der hier. So, genau. Gut, dann sollte das jetzt so eigentlich relativ gut passen. Dann haben wir bei manchen hier das Hundertfache jeweils, also 1E2 immer raus. Tut gut bei denen hier nicht ganz, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie viel die am Anfang waren. Aber bei den ganzen wichtigen, bei den ganzen Eidlern, da haben wir richtig schön viel rausgeschlagen immer. Das sollte also eigentlich so weit passen. So, ja. Dann können wir hier jetzt eigentlich immer sagen 100, 200, 200, 200. Ach, geht das jetzt so schnell, wo wir weniger als die Hälfte noch machen. Alter. Was? Genau. Geht das jetzt so schnell, wo wir nur noch mehr, weniger als die Hälfte machen müssen. So. Ja, und schon ist der Eidl wieder raus. Ich habe keine Ahnung. Normal, eigentlich sollte es doch gefixt sein. Dass, wenn man hier raufklickt, dass dann der Eidl verloren geht, das sollte doch gefixt sein. Warum ist das noch nicht so? Oder war das erst bei der 1E11er-Version? Wait a second. Das kann man ja ganz leicht verifizieren. Wo waren das nochmal? Bei News? Genau, bei News. New Heroes, Particle Monster, Outsider, Engines, Rubies, ja, noch longer Limit, Nummer auf Rubies. Was? Oh, okay, das mit den Rubies und mit den 25 pro Ascension gilt bei unserer Version immer noch. Das ist erst mit der 1.11 rausgeflogen. Lol. Gut, danach gucken wir aber gerade gar nicht. Wovon gucken wir eigentlich gerade? Was wollte ich gerade gucken? Wow. Wow. Ach genau, mit diesem, das, mit den Idle-Clicker. Ja, okay. Activating a skill while idle will no longer break idle. Und das ist eine Notiz von 1E11. Das heißt, bei der 1E10 ist das noch nicht der Fall. Ja, super. Das heißt, auch hier das Idle, das Aktivieren von Skills, selbst wenn sie nichts mit Klicken zu tun haben. Ja. Genau. Das heißt, hier ist tatsächlich, egal was man anklickt, egal was, es bricht immer das Idle ab. Na gut, ist ja im Moment auch nicht so schlimm, ich meine. Dann wartet man halt mal 30 Sekunden oder was auch immer man warten muss. Keine Ahnung. Aber gut zu wissen. Naja. Okay. Gut, hier haben wir alles gemacht. Dann kommen jetzt noch die letzten paar Guilds. Oh, okay, war bloß noch einer. Sehr schön. Wer hat den jetzt bekommen? Ach so, eine, die erst später noch kommt. Na gut. So. Dann machen wir hier wieder den Autotapper. Hallo, danke. Den Autotapper drauf. So ungefähr.
Hier haben wir jetzt auch alles wieder aktiviert. Hier haben wir schon. Das ist sowieso langweilig. Gut, dann haben wir jetzt soweit alles fertig. Und wir sind schon wieder auf der Reise nach 1. Was? Was wollte ich gerade sagen? Egal, auf jeden Fall schon wieder bei 700. So, wir haben 170 Rubine. Das heißt, wir könnten tatsächlich wieder 3 Ascension mittlerweile machen. Also Quick Ascension. Nice. Man könnte natürlich auch Timelapse kaufen, klar. Also zumindest hier diese für 8 Stunden. Weil alles andere lohnt sich eh nicht. Vor allem ist halt schon preiswert. Gerade mit. Ey, lol. Wir könnten 17 Timelapse kaufen. Nice. Da gibt es ja auch so eine richtig kranke Strategie. Ich meine, da muss man mit den Söldnern viel Glück haben. Aber wenn man bei den Söldnern überall halt bei diesen Rubin-Missionen diese 8-Stunden-Quests macht oder bis zu 8-Stunden-Quests, dann kann man halt quasi mit den Söldnern halt so viel Glück haben. Oder man hat auch im Durchschnitt so viel Glück, irgendwie so, dass man quasi mit den Rubinen der Söldner quasi mehr bekommt, als man hier ausgibt und man damit quasi halt unendlich Rubine farmen kann, was halt relativ anstrengend ist oder so. Oder war das, dass man knapp weniger bekommt? Weiß ich gerade gar nicht. Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man halt immer eine Rubin-Mission starten für bis zu 8 Stunden, dann eine 8 Stunden Timelapse machen und dann hat man quasi die Rubine fast wieder raus, mindestens. Wenn man nicht sogar mehr hat. Je nachdem, wie ein die Götter der Söldner gewogen ist. Also uns gar nicht. Zum Beispiel. Ja. So. Schon wie alles minimiert ist. Haha. Gut. Dann würde ich mal sagen, ja, das war's wieder für die Aufnahme. So. Dann sehen wir uns denn. Tja. Warte mal ganz kurz. Hä? Hey, halt. Quatsch. Was denn da? Das hier. 22 und sie hat gesagt, wir wollen mindestens auf 1,30. Also angenommen, wir würden bei 4 bleiben, 4 pro Transcension, dann bräuchten wir noch mindestens 3 Ascension. Das heißt, mit der jetzt würden wir auf so also ungefähr, ne, so E20 kommen. Das heißt, morgen nochmal und übermorgen. Und übermorgen Abend könnten wir denn vielleicht sogar 1,30 geknackt haben. Dann hätten wir quasi noch, also jetzt die Ascension plus noch 4 weitere. Oder? Also die jetzt, dann morgen 3 und dann übermorgen 2. Also hätten wir sogar 6 Ascension mit der hier. Oh. Ich meine, wir werden nicht alle mit 1,4 durchdrücken können, weil es wird halt immer weniger pro Ascension, ist ganz klar. Aber angenommen, wir kriegen jetzt noch ein paar 1,4 durch und die restlichen dann 1,3, dann aber trotzdem, selbst wenn wir alle 1,3 hätten, hätten wir insgesamt 1,18, weil, ne, 3 mal 6 wären 18. Das heißt, wenn wirklich alles gut läuft, dann schaffen wir es definitiv mit 1,30 am Ende der Transcension. Außer wir brechen doch irgendwie ab, weil es tatsächlich extrem zusammenbricht. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Aber wenn zusammenbrechen sollte, wie gesagt, können wir immer noch probieren mit dem Hybrid-Build. Aber danach sieht es jetzt erstmal nicht aus. Also, ne, jetzt sieht es gerade ehrlich extrem gut aus. Das muss man schon sagen. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich beende mal die Aufnahme, damit ich mal mein Fenster wieder zumachen kann hier. Es wird langsam ganz schön kalt. Und dann, ja, sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao mit V.